So, jetzt steigen wir in Racket ein und zwar als erstes mit der Definition einer Funktion. Hier oben sehen Sie ein analoges, ein äquivalentes Stück Code in Java. Das gehen wir jetzt hier nicht einzeln durch. Das finden Sie aber in dem hier oben rechts in der rot-gelben Wolke referenzierten Folien, in den hier referenzierten Folien. Das finden Sie dann detailliert nochmal erklärt, was Sie hier oben in Java sehen. Werden wir uns jetzt hier nicht drum kümmern. Wir konzentrieren uns auf die Gegenüberstellung jetzt in Racket. Hier wird eine Funktion definiert. Und das heißt erst einmal, wir haben keine Methoden wie in Java, die zu Klassen gehören. Wir haben freie Funktionen, wie Sie sie aus der Mathematik kennen. Einfach eine Funktion, wo Sie Werte reingeben und andere Werte herausbekommen. Und hier sehen Sie auch schon in diesem einen kleinen Beispiel so einige grundlegende Merkmale, wie man in Racket überhaupt Code schreibt. Sie sehen hier erst einmal der Name der Funktion, die wir hier definieren, lautet addAdd und das hier in runden Klammern ist der Funktionskopf. Und zwar bestehend aus dem Namen, den wir dieser neuen Funktion geben wollen und den Parametern. Sie sehen hier schon deutliche Unterschiede. Wir schreiben einfach die Namen der Parameter hin, die Namen der formalen Parameter x und y, kein Typ und nichts. Sondern die Logik in Racket ist die, diese Funktion addAdd ist anwendbar auf alles, wo der Operator plus hier hinten dann definiert ist. Ja, also kurze, kompakte Schreibweise und auch noch ein Merkmal von Racket, was uns immer wieder begegnen wird, ist, dass alle Sinneinheiten, die aus mehr als einem Element bestehen, dann in runden Klammern zusammengefasst werden. So auch hier, hier ist der Rumpf der Funktion. Wo definiert wird, was diese Funktion zurückliefern soll. Ja, es ist Wesen einer Funktion, dass sie immer etwas zurückliefert, im Gegensatz etwa zu einer Void-Methode in Java, also ein bisschen analog zu einer Methode in Java, die einen Rückgabetyp hat. Und hier steht dann als nächstes immer, was zurückgeliefert werden soll. Und weil immer etwas zurückgeliefert werden soll, ein Wert zurückgeliefert soll, der ganze, das ist alles ein Ausdruck, dessen Wert am Ende der Gesamtwert der Funktion ist, also was die Funktion für x und y zurückliefert. Deshalb spart man sich auch hier die notationelle Umständlichkeit mit einem Return und schreibt einfach den Ausdruck hin, weil es immer ein Ausdruck ist, den man hier hinschreibt. Sie sehen hier jetzt auch wieder in runden Klammern eine Sinneinheit zusammengefasst, die aus mehr als einem Element bestehen. Und Sie sehen hier noch etwas weiteres, nämlich nicht Infix-Notation, wie Sie sie aus der Mathematik und aus Java kennen, sondern Präfix-Notation. Das heißt also, der Operator kommt nicht zwischen den beiden Operanden, sondern vor die beiden Operanden. Das werden wir immer wieder auch genau so sehen, muss man sich halt umstellen bei der Schreibweise. Hier sehen Sie analog in Java, aber wir konzentrieren uns auch hier wieder auf Racket. Alles, was Sie zu dem Java-Code da oben sehen, wird nochmal in den Foliensätzen, die da oben in der gelb-roten Wolke referenziert sind, wird da nochmal explizit im Detail erklärt. Wir konzentrieren uns wieder hier auf das hier unten. Das ist der Aufruf dieser eben definierten Funktion mit zwei aktuellen Parameterwerten und auch hier wieder eine Sinneinheit, die aus mehr als einem Element besteht, so wie hier, der Funktionsname und die beiden Parameterwerte, wird wieder in runde Klammern gesetzt. Und hier sehen Sie auch, warum wir eine Präfixnotation bei den Operatoren, bei den arithmetischen Operatoren eben hatten, auch, wenn wir später sehen, auch bei den logischen Operatoren. Damit das Ganze möglichst parallel ist, ja, ob hier ein Add steht, als Name einer Funktion mit Parametern oder ein Operator mit Operanden, das soll egal sein, das soll vereinheitlichte Notation sein, deshalb eben mit Präfix auch bei Operatoren. So, jetzt haben wir eben eine Funktion definiert, jetzt definieren wir hier unten was anderes. Hier sehen Sie wieder den äquivalenten Java-Code oder einigermaßen äquivalenten Java-Code, so ganz hundertprozentig dasselbe ist es natürlich nicht. Die Konstante Pi ist schon vordefiniert, deshalb nennen wir die Konstante, die wir jetzt definieren, myPi. Wieder mit define vorneweg, eben wie eben bei der Funktionsdefinition. Der Unterschied ist der, dass hier das nächste nach define nicht in runden Klammern ist. Dadurch wird angegeben,
dass das, was jetzt kommt, eine Konstante ist, die definiert wird und nicht eine Funktion. Es gibt in Racket, das werden wir dann später noch ausführlich betrachten, keine Variablen, also keine Speicherstellen, in denen irgendwelche Werte stehen, die dann immer wieder überschrieben werden können, sondern es gibt nur Konstante. MyPy hat den Wert 3.14159 und dieser Wert wird MyPy immer behalten. Es gibt gar keine Notation, mit der man hier MyPy dann einen anderen Wert zuweisen kann. Hier sehen Sie auch wieder, wenn diese Sinneinheit, diese 3.14159, also der Wert, den diese Konstante MyPy haben soll, wenn das ein einzelnes Element ist, dann kommt es nicht in Klammern. Aber wir könnten ja zum Beispiel diese 3.14159 auch ausdrücken als so einen arithmetischen Ausdruck wie hier. Das ist wiederum eine Sinneinheit, die aus mehreren Elementen besteht, die kommt in Klammern. Sie sehen hier noch etwas anderes Neues. Alles ab dem Semikolon hin am Ende, bis zum Ende der Zeile ist Kommentar, so ähnlich wie mit dem doppelten Schrägstrich in Java. So, jetzt haben wir ein paar Beispiele für Identifier gesehen und können jetzt an die allgemeinen Regeln für Identifier gehen. Sie sehen hier auf dieser Folie, dass diese allgemeinen Regeln für Identifier sehr, sehr viel flexibler, sehr, sehr viel liberaler sind als in Java. In Java gab es zum Beispiel neben den Klein- und Großbuchstaben und den Ziffern nur zwei Sonderzeichen, die Sie verwenden durften, den Unterstrich und das Dollarzeichen. Hier ist es umgekehrt, alles in Racket, alles, was nicht unbedingt verboten ist, ist erlaubt. Diese Sonderzeichen hier sind verboten, weil sie nun mal Sonderbedeutung Racket haben. Zur Vermeidung von Missverständnissen dürfen die nicht in Identifiern verwendet werden. Natürlich auch wieder Whitespaces nicht, weil das auch zu Missverständnissen führt. Alle anderen Zeichen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen sind erlaubt. Zahlen gehen natürlich auch nicht als Identifier, aber in Java hatten wir die Regel, dass ein Identifier nicht mit einer Ziffer beginnen darf. Das ist hier auch ein bisschen liberaler, wie Sie hier an diesen Beispielen sehen. Alles, was nicht einfach nur eine reine Zahl ist, was sich nicht als Zahl interpretieren lässt, geht. So wie in Java haben sich auch in Racket neben den festen Sprachregeln auch Konventionen entwickelt, die man nicht verwenden muss, aber die man tunlichst verwenden sollte, um Programme zu schreiben, die auch für andere Leute leicht verständlich sind. Sie sehen hier, die Konventionen sind deutlich anders als die Konvention in Java. Es haben sich einfach andere Konventionen entwickelt, weil andere Leute mit Racket da programmiert haben und die Konvention im Laufe der Zeit entwickelt haben als in Java. Sie sehen hier die Konvention anders als in Java, dass man eher vermeidet, Großbuchstaben zu verwenden. Es gibt Situationen, in denen es sinnvoll ist, Großbuchstaben zu verwenden, zum Beispiel im Zusammenhang mit Eigennamen. Aber im Allgemeinen verwendet man keine Großbuchstaben. In Java hatten sie die Konvention, Wortanfänge innerhalb eines Identifiers, also nicht am Anfang des Identifiers, sondern irgendwo später, werden mit dem Großbuchstaben angezeigt. Hier ist die Konvention etwas anders, nämlich dass einzelne Wörter, aus denen sich Identifier zusammensetzt, eben durch Bindestriche voneinander getrennt sind. So, damit haben wir Identifier geklärt. Ein anderes grundlegendes Thema in eigentlich jeder gängigen Programmiersprache sind Zahlen. Und auch hier sehen Sie wieder eine völlig andere Herangehensweise als in Java. In Java mussten Sie sich mit ganzzahligen, gebrochenzahligen Datentypen verschiedener Größe, verschiedener Mächtigkeit herumschlagen. Hier versucht man das dem Programmierer möglichst abzunehmen und ein Bild nach außen hin zu schaffen, das so ähnlich ist wie in der Mathematik. Also intern wird das Ganze natürlich schon auch so ähnlich wie in Java organisiert mit unterschiedlichen Formen, wie die Bitmuster für die einzelnen Zahlenwerte dann in so etwas wie Int oder Double dann tatsächlich gespeichert werden. Aber für Programmierer soll ein vereinheitlichtes Bild nach außen hin ohne Datentypen geschaffen sein. Damit sollen sich Programmierer überhaupt nicht auseinandersetzen müssen. So, ähnlich eben angelehnt an die Mathematik haben wir ganzzahlige und auch rationale Zahlen. Ja, das haben wir in
Java in der Form nicht. Da haben wir nur gebrochene Zahlen. Wir werden gleich sehen, was der Unterschied in der Handhabung ist. Natürlich gibt es aber auch Zahlen, die sich nicht exakt darstellen lassen, wie zum Beispiel irrationale Zahlen, wie zum Beispiel die Quadratwurzel von 2. Da werden wir auch gleich sehen, wie das gehandhabt wird in Racket. Nur der Vollständigkeit halber will ich hier auch erwähnen, dass es auch komplexe Zahlen in Racket gibt. Das wird uns jetzt nicht weiter aufhalten. Wir werden uns mit komplexen Zahlen hier nicht befassen, sondern nur mit reellen Zahlen verschiedenster Formen. Also ganze Zahlen, rationale Zahlen und irrationale, reelle Zahlen. So, dann fangen wir mal an mit arithmetischen Ausdrücken. Ja, so etwas haben wir schon gesehen. Immer in runden Klammern, weil diese Sinneinheiten jeweils aus mehr als einem Element bestehen. Und jeweils Präfixnotation der Operator ganz vorne. Das hier haben wir noch nicht gesehen, das kennen Sie aber aus der Mathematik, dass man rationale Zahlen in Dezimalschreibweise schreibt mit einem Querstrich, um die Periode anzuzeigen. Modulo ist einfach dasselbe wie Prozentzeichen in Java und damit haben wir diese Folie auch schon erledigt. Hier sehen Sie jetzt als Neues im Prinzip hier unten negative Zahlen, die werden ebenso ähnlich auch wie in Java und wie in der Mathematik gebildet. Hier sehen Sie jetzt komplexer gebildete Ausdrücke. Hier der erste Faktor ist wieder in sich strukturiert. Hier der Divisor ist in sich strukturiert, die beiden Summanden sind in sich strukturiert und hier ist es sogar noch eine Stufe tiefer. Es gibt in Java nichts wie Punkt- und Vorstrichrechnung oder ähnliches. Es gibt keine Bindungsstärke, keine Auswertungsreihenfolge, wie Sie es in Java kennen. Das gibt es alles in Racket nicht, sondern alle Klammern müssen Sie immer hinschreiben. Egal, ob es nach der Logik von Punkt-Vorstrichrechnung oder ähnlichem notwendig wäre oder nicht. Sie müssen es immer hinschreiben. So, wie Sie es jetzt hier sehen. Und ja, mehr ist eigentlich dazu nicht zu sagen. Alles, was Sie brauchen, um zu verstehen, warum diese Zahlen hier hinten rauskommen und nicht andere Zahlen, haben wir auf den vorhergehenden Folien behandelt. Diese Folie behandelt nur, dass Ausdrücke komplexer gebildet werden können und dass man dann überall die Klammern dazu schreiben muss. Und hier als letztes Beispiel noch, dass ein solcher Operator wie Plus beispielsweise mehrere Operanden haben kann, was mit der Präfixnotation ganz einfach geht. Bei der Infixnotation müsste man sich dann überlegen, was 3 plus 4 plus 5 bedeutet, insbesondere dann, wenn es um nicht assoziative Operationen wie Minus oder geteilt durchgeht. Hier sehen Sie, alle diese arithmetischen Operationen erlauben es, beliebig viele Operanden zu haben und Sie sehen jeweils rechts innerhalb dieses Beispiels, was dann jeweils rauskommt. Und Sie sehen, es kommt eigentlich dasselbe raus, wie wenn Sie in Java eben geschrieben hätten 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 minus 2 minus 3 minus 4 und so weiter und so fort. Also von links nach rechts ausgewertet. Jetzt kommen wir zu den nicht exakt darstellbaren Zahlen. Und Sie sehen jetzt hier am ersten Beispiel, in der ersten Zeile, eine grundlegende Regel. Solange Racket es schafft, eine Zahl exakt darzustellen, tut es das. Das ist bei der Quadratwurzel von 4 natürlich möglich, aber beispielsweise bei der Quadratwurzel von 5 ist das überhaupt nicht mehr möglich. Und Sie sehen hier, wie eine solche Zahl dann dargestellt werden kann, wie Sie sie hinschreiben können, beziehungsweise wie sie dann auch ausgegeben wird von Racket, wenn Sie sie ausgeben lassen, und zwar mit einem Hashmark i vorneweg. Und bei negativen Zahlen kommt dann hinter dem Hashmark E das Minuszeichen. So, damit ist eigentlich alles Wesentliche gesagt, was es zu Zahlen, Werten, Zahlentypen und arithmetischen Operationen zu sagen gibt. Natürlich gibt es noch eine ganze Menge mehr dazu zu sagen, aber das können Sie alles jetzt mit dem Grundverständnis, das Sie jetzt erworben haben, selber nachschlagen. So, dann können wir ja zu den Boolschen Operationen kommen. Hier sehen Sie die beiden Boolschen Literale, die in Java True und False heißen. Die heißen ebenso jetzt in Racket. Und Sie sehen hier die entsprechenden logischen Operationen AND or NOT, die in Java eben doppeltes Kaufmanns- und doppelter vertikaler Strich oder Ausrufezeichen sind. Und Sie sehen auch hier wieder im Gegensatz zu Java, dank der Präfixnotation ganz einfach möglich,
können Sie hier beliebig viele Operanden zu so einem Operator dann hinschreiben. Oder Sie können genauso gut sagen, beliebig viele Parameter zu dieser Funktion. Also der Unterschied zwischen Operator und Funktion ist eigentlich in Racket nicht mehr gegeben. Denn Plus ist tatsächlich ein Identifier, ein korrekt gebildeter Identifier, und damit ist Plus im Grunde der Name einer Funktion, die vordefiniert ist in Racket. Und das bedeutet schlicht und einfach, es gibt gar keinen Unterschied mehr zwischen Funktionen und Operatoren. Ja, was ist die Bedeutung von AND mit beispielsweise drei oder noch mehr Operatoren? Naja, dieser Ausdruck hier in runden Klammern ist true, genau dann, wenn sowohl B1 als auch B2 als auch B3 true ist, bei OR entsprechend wieder wie in Java inklusiv oder wenn mindestens einer von den dreien B1, B2, B3 true ist, dann ist OR true und bei NOT wie Ausrufezeichen alles dasselbe. Hier sehen Sie unten, dass auch Vergleichsoperatoren sogar jeweils mit mehreren Operanden gebildet werden können. Und hier im Kommentar sehen Sie jeweils, wie die Bedeutung ist. Das dürfte selbsterklärend sein. Wenn wir schon bei booleschen Ausdrücken sind, dann können wir auch zu Verzweigungen kommen. Das kennen Sie einerseits in Java mit If-Else-Konstrukt, aber auf der anderen Seite auch mit Bedingungsoperator. Der Bedingungsoperator ist, den nehmen wir uns hier zum Vergleich, der ist viel, viel ähnlicher zur Verzweigung in Java als das If-Else-Konstrukt. Vor allem in zweierlei Hinsicht. Erstens, der Bedingungsoperator liefert einen Wert zurück, ist also ein Operator, der einen Ausdruck bildet. Das ist in Racket genau dasselbe, auch wenn hier ein If steht. Es hat nichts mit dem If-Else-Konstrukt in Java zu tun. Der passende Vergleich ist der Bedingungsoperator und dann können wir hier gleich sehen, wenn x größer 0 ist, ich umschreibe das mal, also wenn kleiner 0 x true ist, wenn x größer 0 ist, dann soll als Ergebnis dieses gesamten if-Ausdrucks x rauskommen, der zweite Operand, ansonsten minus x, der dritte Operand. Völlig analog zum Bedingungsoperator. Und das ist eben genau der Betrag, die Betragsfunktion mit der Abkürzung ABS für Absolute Value, Betrag eben, ist schon vordefiniert in Racket, deshalb schreiben wir hier wieder My Apps dazu, weil wir Apps nicht schreiben dürften, ist eben schon vordefiniert. Dasselbe mit Maximum, wenn x kleiner y ist, dann ist der maximale Wert von x und y eben y, ansonsten ist er x. Hier nochmal ein etwas komplizierteres Beispiel. Hier ein Beispiel, wo wir etwas Neues sehen. Integer Fragezeichen ist eine eingebaute Funktion. Und Sie erinnern sich, Identifier können sehr liberal gebildet werden. Das Fragezeichen kann ein Zeichen in einem Identifier sein. Bietet sich natürlich an, boolesche Funktionen mit Fragezeichen zu definieren. Und genau das ist auch die übliche Konvention, wie man boolesche Funktionen bezeichnet. Integer Fragezeichen ist eben die Funktion, die eingebaute Funktion, die abfragt, ob der Operand, der Parameter ganzzahlig ist oder nicht. Und Sie sehen, hier wird geprüft als Ergebnis, ob x und y die Differenz aus beiden ganzzahlig ist oder nicht. Egal, ob x oder y selber ganzzahlig ist, die Differenz muss ganzzahlig sein, damit der Gesamtausdruck hier true liefert und ansonsten liefert er halt false. Integer-Fragezeichen ist nur ein Beispiel von etlichen. Hier sehen Sie eine Auswahl. Abfragen, ob x eine Zahl ist, das kann auch eine komplexe Zahl sein. Abfragen, ob x speziell eine reelle Zahl, also überhaupt eine Zahl ist und keine echte komplexe, sondern eine reelle Zahl, rational und so weiter und so fort. Mit Symbolen werden wir uns gleich befassen. Strings sind so ähnlich wie in Java, nur dass sie ein eingebauter Datentyp sind im Gegensatz zu Java, wo das ja eine Klasse ist. Und mit Strings werden wir uns hier nicht weiter befassen. Das hat keinen Mehrwert fürs Verständnis. Wir werden uns aber jetzt gleich mit Symbolen befassen auf der nächsten Folie. Hier sehen Sie Beispiel für Symbole. Rein von der Notation her ist ein Symbol einfach ein Hochkomma plus ein Identifier. Und hier sehen Sie ein Beispiel dafür, dass man doch manchmal Großbuchstaben in Identifiern haben möchte.
Was Sie hier oben sehen, ist wieder die Definition einer Konstante. Der Nachname soll Spielberg sein. Und hier wird in diesem beispielhaften Ausdruck, if-Ausdruck abgetestet, ob das, was in Lastname drin ist, erstens mal auch, ob das beide Symbole sind. Bei Lukas ist es so, bei Lastname hängt es natürlich davon ab, was wir da reingesetzt haben. Ja, wir können, werden hier auch eine Zahl reinsetzen können oder irgendwas. Ob das hier drin auch ein Symbol ist, ob beide ein Symbol sind und wenn ja, ob sie dasselbe Symbol ist. Viel mehr kann man mit Symbolen nicht machen, deshalb heißt es auch nur Symbol. Es hat keinerlei Operatoren über den Test auf Gleichheit und hat den Test darauf, ob es ein Symbol ist, hinaus. Keine arithmetischen, keine logischen Operationen, gar nichts. Steht einfach nur, so ein Symbol steht einfach nur für sich selber. Ist auch kein String, also man kann keine String-Operation dafür ausführen, sondern ist einfach so eine Einheit. Spielberg, fertig. Hat keine einzelnen Zeichen, also es gibt kein erstes Zeichen groß S, das man abfragen kann, wie bei Strings und so weiter und so fort, sondern steht einfach nur für sich selber. Hat für Racket keine Bedeutung, nur für den Programmierer hat es natürlich eine Bedeutung. So, wir sollten uns einem allgemeinen Punkt jetzt hier widmen, nämlich, dass Funktionen Typen haben. Das ist, wird wesentlich sein an späteren Stellen, wo wir beispielsweise dann auch Konstanten von Typen von Funktionen definieren und damit herumhantieren. Hier halten wir das erstmal nur fest und werden es auch immer wieder auch so schreiben. Hier haben wir nochmal die Funktion, die wir eingangs definiert haben, genau dieselbe. Und die hat und da schreiben wir in Kommentar immer den Typ dazu. Dass hier ein doppeltes Semikolon ist, hat nichts zu sagen. Ab dem ersten Semikolon ist alles weitere Kommentar. Aber es hat sich eingebürgert, bei solchen Kommentarzeilen immer ein doppeltes Semikolon dazu zu schreiben, um anzuzeigen, das ist jetzt eine ganze Kommentarzeile. Also davor ist nichts anderes, was von Racket interpretiert werden soll. So, und dann sehen Sie schon hier die Korrespondenz. Das erste soll eine Zahl sein, das zweite soll eine Zahl sein und das wird dann hier zurückgeliefert. Und hier steht dann auch, was zurückgeliefert werden soll. Das ist jetzt der wichtige Punkt. In Java wird hier durch int x, int y oder double x, double y oder ähnliches dann festgelegt, von was für einem Typ x und y sind. Das muss so sein, das geht sonst nicht durch den Compiler hindurch. Hier wird das nicht festgelegt, sondern im Kommentar schreiben wir, was wir uns bei x und y gedacht haben, nämlich dass das zwei Zahlen sein sollen. Und zwar zwei beliebige Zahlen, komplexe, reelle, was auch immer. Und für alle diese Zahlentypen ist Operator Plus definiert, das geht also durch. Und hier rechts steht der Rückgabetyp. Die Logik ist die eines Vertrages. Falls der Nutzer dieser Funktion, der diese Funktion add aufruft, tatsächlich zwei Zahlen eingibt, kommt tatsächlich auch eine Zahl heraus. Also erstmal die Garantie, dass hier Racket nicht mit einer Fehlermeldung abbricht, sondern die Funktion tatsächlich ausgewertet wird. Und eine Zahl rauskommt, und zwar nicht irgendeine Zahl, sondern genau diese Zahl. Das ist mit Vertrag hier bezeichnet. Etwas, was wir in der Form, in dieser umfassenden Form in Java nicht brauchen. Da brauchen wir nicht anzugeben, was der Typ der Funktion ist. Da ergibt sich das dann schon durch das, was wir hier reinschreiben. Aber auch in Java sind Verträge wichtig, zum Beispiel Returns, dass man außerhalb der Methode im Kommentar zur Methode draufschauen kann und sehen kann, aha, das ist der Rückgabewert. Dann sehen Sie hier nochmal wieder ein etwas anders gelagertes Beispiel anstelle von der Addition die Division. Sie sehen jetzt hier einen etwas umfangreicheren Vertrag. Die erste Zeile ist wieder in Java, wäre wieder in Java nicht notwendig, weil sich das aus der Definition der Funktion von selbst ergibt, weil wir da ja die Typen hinschreiben müssen. Aber die anderen beiden Punkte, die würde man in Java in den Kommentar zu einer Methode auch hineinschreiben. Nämlich erstmal, dass es eine Vorbedingung gibt, dass der zweite Parameter, der als Divisor zu verstehen ist, dass der nicht null ist. Und dann als Garantie die Rückgabe, dass dann tatsächlich die Division der Quotient aus x und y herauskommt. Ja, also so würde man einen solchen Vertrag für eine
doch recht einfache Funktion wie die White schon hinschreiben. Sie sehen hier unten dann noch andere Sachen, die können Sie dazu schreiben. Wenn das Racket-Programm ausgeführt wird, werden die dann auch ausgeführt, automatisch mit ausgeführt. Und zwar passiert dann Folgendes. CheckExpect ist eine vordefinierte Funktion mit zwei Parametern. Und die Logik ist die, wenn CheckExpect feststellt, prüft, ob die beiden Parameter denselben Wert haben. Also hier muss natürlich ausgewertet werden und hier ist der Wert schon explizit da. Prüft nach, ob die beiden Parameter denselben Wert haben und wenn das der Fall ist, dann verhält sich CheckExpect still. Dann sehen wir gar nicht in der Ausführung des Programms, dass CheckExpect überhaupt hier steht. Wenn hingegen die beiden Werte unterschiedlich sind, dann bricht CheckExpect den Programmlauf ab mit einer Fehlermeldung, dass die White hier mit diesen Parametern nicht den erwarteten Wert geliefert hätte. Das heißt also, eine gute, kurze, bündige Möglichkeit, um Prüfungen einzubauen, ob beispielsweise die Funktion Divide korrekt läuft oder ob sie nicht korrekt läuft, sollte man immer machen. Damit, wenn eine Funktion wie Divide inkorrekt ist, damit nicht erst irgendwo viel später bei der Verwendung von Divide irgendein merkwürdiger Fehler auftritt, den Sie dann mühselig erst zurückverfolgen müssen. Dazu, dass Sie irgendwann feststellen, durch Nachverfolgen des Fehlers von der Fehlerstelle zurück bis Divide, aha, der Fehler war in Divide, sondern dass Sie sofort mit der Nase drauf gestoßen werden, Divide hat einen Fehler. Nun gibt es manchmal die Situation, dass wir inexakte Zahlen haben. Für diesen Fall gibt es noch CheckWithin als Variation davon. Nämlich, wir haben erst einmal den zu prüfenden Wert als Parameter. Und wenn der nicht im Rahmen von 0,01 rund um diesen Wert ist, dann passiert hier dasselbe wie bei CheckExpect, nämlich es wird einfach abgebrochen. Ansonsten verhält sich auch CheckWithin einfach still, sehen wir gar nicht bei der Ausführung des Programms. So. Der letzte Punkt hier, Check Error. Es gibt natürlich auch Situationen, wo ein Fehler passieren soll. Und wir gucken dann in der Liste nach bei der Division, was für eine Fehlermeldung kommt raus, wenn durch 0 dividiert wird. Und die übertragen wir hier als String. Hier sehen wir mal ein String in doppelten Hochkommas, wie beispielsweise auch in Java. Und die Logik hier ist die, sollte hier tatsächlich dieser Fehler herauskommen als Ergebnis, dann verhält sich Check Error völlig ruhig, wird also den Ablauf des Programms, Sie sehen das gar nicht im Ablauf des Programms, wenn aber hier nicht dieser Fehler herauskommt, dann wird wieder dasselbe passieren wie bei CheckExpect und CheckWithin, nämlich Abbruch des Programms mit einer entsprechenden Meldung, dass da nicht das passiert ist, was hätte passieren sollen. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man Fehler abprüfen kann, nämlich mit Division durch 0 hier mit der vordefinierten Funktion Error, nämlich dass Sie hier einfach, bevor Sie die Division ausführen, innerhalb der Funktion Divide hier einfach mal diese Prüfung reinsetzen. Nämlich, falls y gleich 0, falls der Divisor gleich 0 ist, dann soll das Programm abgebrochen werden durch diesen Ausdruck hier und Division by 0 soll zurückgeliefert werden als Fehler. Ansonsten soll einfach das passieren, was Divide machen soll. So, hier haben Sie nochmal ein etwas komplizierteres Beispiel, das wir jetzt nicht weiter durchgehen müssen. Hier haben Sie jetzt in Racket eine Möglichkeit, wie Sie etwas lokal definieren können innerhalb einer Funktion. In Java können Sie Variable, Konstanten lokal einfach im Methodenrumpf definieren. Hier sieht es etwas anders aus, aber im Prinzip sehr analog.
Sie wollen hier diese Funktion fct mit einem Parameter, mit dem formalen Parameter x definieren. Wie gehabt, der Kopf der Funktion, der Name der Funktion plus Parameter in runden Klammern. Und das hier ist dann der Rumpf der Funktion, der den Wert angibt, der herauskommen soll. Und das Eigentliche, was herauskommen soll, steht hier drin in diesem Ausdruck, der uns jetzt nicht weiter interessiert, weil er nur illustrativ gemeint ist. Der soll gar nichts Sinnvolles machen. Aber der Gesamtausdruck mit Local eingeleitet, dann weiß Racket, damit wird angezeigt, dass nicht einfach nur ein Ausdruck hier kommt, sondern dass dieser Ausdruck auch noch lokale Definitionen hat. Hier habe ich beispielhaft eine Konstante lokal definiert mit dem Wert 10 und noch eine Funktion lokal definiert. Und diese beiden Definitionen sind nur innerhalb dieser Funktion fct, nur innerhalb dieses Ausdrucks hier sichtbar. Werden dann hier verwendet, hier die Konstante und hier die Funktion. Außerhalb nicht verwendbar. Ja, damit kann man natürlich Sachen vereinfachen, lesbarer gestalten und so weiter, wie Sie das halt auch kennen von Java, dass sie da solche Sachen lokal machen. Gut, wichtig ist dann noch hier auf die Notation zu achten. Das ganze Local ist nochmal in runden Klammern. Das ganze Define ist natürlich nochmal in runden Klammern. Und hier diese Konstanten sind nochmal in einem runden Klammerpaar zusammengefasst. Dann kommt noch als letzte Strukturen. Das war auf der Themenleiste von Übungsblatt 5 mit drauf. Und das können Sie einfach durch Vergleich mit Java hier sehen. Wir haben nur Public hier, kein Private jetzt in Racket. Und Sie sehen Define Struct statt Define. Hier kommt der Name. Wieder in der Konvention von Racket alles Kleinbuchstaben. Und Sie geben wieder ohne Typen an, wie die einzelnen Attribute heißen sollen. Nachname, Vorname und Matrikelnummer. Also sehr ähnlich wie bei der Definition von Funktionen. Und jetzt hier an diesem Beispiel sehen Sie dann, wie man beispielsweise ein Objekt, eine Konstante wieder, es gibt auch hier wieder nur Konstanten, nichts überschreibbar, wie Sie hier tatsächlich eine einzelne Konstante definieren können. Dieses Make, wenn Sie Student definiert haben als Struct, dann ist Make Student automatisch vordefiniert, können Sie einfach verwenden und geben dann hier die initialen Werte für die drei Attribute in derselben Reihenfolge einfach an. Nachname, Vorname, Matrikelnummer. Und diese Konstante vom Typ Student, die diesen Nachnamen, diesen Vornamen, diese Matrikelnummer hat, der gebe ich hier halt wie immer bei Konstanten den Namen. Und dann kann ich hier, wenn ich Student als Struct definiert habe und Last Name als einen Attributnamen definiert habe, dann wird automatisch auch eine Funktion zur Verfügung gestellt durch Racket, die so gebildet wird. Erst der Name der Struktur, dann mit einem Bindestrich getrennt der Name des Attributs. Das ist eine Funktion mit einem Parameter. Dieser Parameter soll, damit es funktioniert, vom Typ Student sein und liefert dann aus diesem Parameter hier den Nachnamen zurück. Und genau das, was wir hier mit dieser Funktion machen.